Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. The Minish Kappe. So, die können wir eigentlich liegen lassen, weil die brauchen wir nicht. Kaputt hauen? Ne, da brauchen wir Feuer. Da brauchen wir Feuer. Bum, 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 bam, 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 bi. So. Ja, einfaches Rätsel. So. Wir haben hier doch bestimmt auch sowas wie eine Karte. Yeah, wir haben hier eine Karte. So, kann ich hier einfach kaputt hauen? Ja. Sehr schön. Eine Lampe haben wir nicht, ne? Muss mal alle Gegner töten. Das ist immer so. Ah! Knöpfe drücken. Okay. Knöpfe drücken. Und zwar schnell. Kommen wir eine Kiste und da wird wohl ein Schlüssel drin sein. Jo. Einen kleinen Schlüssel erhalten. Ach ja, also die ersten Tempel werden wohl noch einfach sein. Aber wie gesagt, ich kenne den Anfang von dem Spiel, kenne ich bis zu einem gewissen Punkt, kenne ich das ja. Nanu, eine verschlossene Tür. Ja, jetzt nicht mehr. Würde ich mal sagen, ne? Wollte nur mal gucken. Oh Mann. Wie die Karte aussieht. Oh, sorry Leute, aber Foxy ist müde. Weil es ist 20 nach 12 nachts und ich bin hier am Vorproduzieren. Jetzt schon den dritten Part. Der erste ist noch gar nicht online zu diesem Zeitpunkt. Der ist ja noch nicht mehr geschnitten und gerendert. So. Einmal ziehen. Die Brücke entsteht. Und... Ah. So funktioniert das. Aha. Haha. Genatzt, Opfer. So, haben wir hier was? Gucken wir mal, ob wir hier was haben. Wir müssen doch irgendwo... Ich weiß, dass es hier sowas wie Glücksfragmente gab oder sowas ähnliches. So, jetzt können wir hier nämlich den Weg frei machen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken. Raiffeisenbanken. Kann ich die einfach kaputt hauen? Nee, ich glaube, dafür brauche ich was. Oh, Ezelo, du nervst. Das ist ja ein riesiges Fass. Ach so, beinahe hätte ich es vergessen. Nicht das Fass ist groß, wir sind so klein. Ja. So. Ach, wir müssen auf der anderen Seite auch noch... Aua. Wir müssen es auf der anderen Seite auch noch abfackeln. Wir müssen es auf der anderen Seite auch noch abfackeln. Ach so. Logisch. Ja, das war jetzt blöd von mir. So, jetzt können wir nämlich erstens mal oben rechts raus und zweitens mal unten links. Huch, Kindchen, das Fass hat sich bewegt. Soll's ja auch. Es soll sich ja auch bewegen. So. Da wollte ich raus, genau. Weil oben war die Tür ja sowieso zu. So, du stirbst erstmal. Was auch immer du da machst. Einfach sterben. So. Einmal. Hier rüber. Das war zu weit. Das war zu weit. Aber wir können jetzt diese Kiste hier öffnen. Yay. Die Dungeon-Karte erhalten. Sehr schön. Betrachte die Karte. Blaue Räume hast du bereits betreten. Ein Raum, der blinkt, zeigt an, wo du dich gerade befindest. Wähle ein Stockwerk aus. Aha. So. Alles klar. Dann nochmal. Und diesmal nur mit halber Kraft. So. Moment. Moment. Erstmal können wir hier den Weg freimachen. So, da kommen wir allerdings nicht rüber. Oder? Ne, da müssen wir von oben kommen. Da müssen wir von oben kommen. Aber wir haben jetzt zumindest mal den Weg hier freigemacht. Och, komm, ganz ehrlich. So. Ah, okay. Wenn wir doch nur etwas hätten, was wir auf den Schalter stellen könnten. Ja, mir fiele da was ein. Wenn ich nicht kaputt gemacht hätte. So, oder muss ich... Aua. Hm.
Aber ich kann die doch nicht mehr abstellen. Ist doch doof. Ich kann die doch nur werfen, oder? Kann ich die auch abstellen? Hm. Ups. Absaufen wollte ich eigentlich nicht. Werfen. Nö, ich kann sie nur... Hm. Versuchen wir es nochmal. Einmal noch. So, wir können diesen Krug nur werfen. Wir können ihn nicht abstellen. So. Fragen wir nochmal Ezelo. Wenn wir das heilige Schwert wiederherstellen wollen, sind wir das Erdelement. Ja. Okay, ich verstehe es nicht. Ich bin zu doof dafür. So. Ich glaube, ich bin zu doof dafür. Schlicht und ergreifend. So. Kann ich den vielleicht einfach schieben? Ach so! Das musst du auch erstmal wissen! Das musst du doch erstmal wissen! Okay. Drück und halte R, um Dinge zu greifen. Ja, also den können wir ja reinschieben. Und den hier, den werden wir ziehen. Gehen hier rüber. Und ziehen ihn dann rein. Oh, des Rätsels Lösung. Jetzt haben wir einen kleinen Schlüssel erhalten. So. Eigentlich müsste die Kiste wieder verschwinden. Die Frage ist, wo ist jetzt die verschlossene Tür? Wo ist jetzt die verschlossene Tür? Müssen wir mal gucken hier. So. Ich nehme einfach an, dass die jetzt hier drüben ist. Ja. Tatsache. Da ist sie. Da ist sie, die verschlossene Tür. So, Moment. Hier geht's hoch. Was ist denn hier? Will ich da schon hin? Ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich will erst darüber. So, was haben wir hier? Ah. Sehr schön. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ah, da ist bestimmt ein Knopf unten drunter irgendwo. Unter diesen Sporen und die können wir noch nicht wegmachen. Ja. Würde ich fast behaupten. Stirb. Stirb. Oh, was haben wir? Oh. Aua. Oh Gott. Geld. Ja. So. So. Ist auch ein ganz einfaches Rätsel eigentlich. Einfach so schieben. Das hat nicht lange gedauert, bis ich das raus hatte. So. Autsch. Kann ich einfach so kaputt hauen? Ja. Aber nicht geben die mal ein Herz. Ich habe nur noch ein Dreiviertels Herz. Aber ich kriege ja immer nur Geld. So, ein Schlüssel für Foxy. So. Schauen wir uns weiter um. Ah, jetzt geht's hier oben raus. Okay. Dann können wir jetzt nach da. So. Was haben wir da alles? Oh, ein Herz. So, durch die Sporen kommen wir halt nur langsam. Stirb. Die Treppe runter will ich irgendwie gerade nicht. Ich will erst nach links. Und da ist ein Herzteil. Hallo Pilzboys. Und hier ist eine verschlossene Tür. Da gehen wir doch mal rein. Hoffentlich war das kein Fehler. Oh, wer bist du denn? Wiggleworm. Kann ich dich nur vorne am... Ah. Oha. Rage Mode. Rage Mode. Okay. Also erst vorne auf die Knubbelnase hauen. Und dann hinten das Herz penetrieren.
So. Wissen wir Bescheid, wie das funktioniert. Erst vorne auf die Knubbelnase hauen. Bums. Und dann hinten den herzförmigen Arsch penetrieren. So. Wir bekommen eine große Kiste. Ich nehme nicht an, dass es der Kompass ist oder sowas. Magischen Krug erhalten. Drücke den Knopf, um den Sog zu aktivieren. Ja, den kenne ich sogar noch. Ach doch, das war sogar richtig, was ich hier gemacht habe. Den setzen wir jetzt auf A. Und dann können wir zum Beispiel diese Spinnenweben auch wegziehen. Und auch später die Sporen. Das ist gut, das ist gut. Wir können auch hier... Oh ja, oh Krug, oh ja, mm. Oh, oh Krug, oh, mm. Oh ja, oh, mm. Oh ja. So, genug Blödsinn gemacht. Was ist hier unten? Das Herzteil. So, wir können jetzt mit diesem Krug diese ganzen Sporen wegsaugen. Und können gucken, er hat saugen gesagt. Und können gucken, ob da was drunter ist. So knöpfemäßig, ne? Ah, die können wir jetzt hier. So. Ich würde gern... Ah! Ich muss nur lang genug gedrückt halten, okay. Alles klar, drücken wir den Knopf hier. Und da oben haben wir ein blaues Symbol. Das wird wohl ein Warp-Punkt sein. So. Alles klar. Da haben wir noch einen Knopf. Mit einer Kiste. 10 mysteriöse Muscheln erhalten. Ah. Das war Glück, Leute. Aber so alles in allem würde ich gerne hier alles durchsuchen, weil hier sind ja noch mehr Kisten. Nochmal 10 mysteriöse Muscheln erhalten. So. Ganz ehrlich. So. Alles klar. Ach halt, umdrehen. So. Sehr schön. So, noch ein Herz. Aua, nützt uns nichts. Haben wir verdattelt. Falsche Richtung. Immer noch falsche Richtung. So. Bums. Aber was haben wir denn noch auf der anderen Seite? Hier ist doch bestimmt auch noch was. So. Ist doch bestimmt auch noch was. Nee. Hier war nichts mehr. Okay. Aber hier könnte doch noch was sein. Können wir jetzt das Feuer eigentlich auch ausmachen? Nö. Okay. Naja. Ah, guck mal da. Nochmal 20 mysteriöse Nuscheln gefunden. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal alles abzusuchen hier nach Schaltern. Das ist bestimmt auch noch was. Nö. Okay. Dann können wir jetzt mal die Treppen nach unten... Aua. Ach, das ist jetzt auch witzig hier. Boom. So. Alles klar. Oh. Aber. Ah, wartet mal. Geht das vielleicht sogar, wenn ich das... So? Nee. Oder muss ich da einfach nur außen rumlaufen? Das wäre ja das Einfachste. Das wäre ja das Einfachste. Ja. Ich meine, ja gut. Versuchen wir es nochmal. Das ist so ein einfaches Rätsel. Ich habe den ersten Stein verkackt, wisst ihr? So, mach mal auf hier. Der Kompass! Du siehst jetzt interessante Dinge auf der Karte. Ja, hier ist zum Beispiel noch eine Kiste. An die ich auch gern ran möchte, aber... Die Frage ist... Wie? Ist hier irgendwas versteckt? Kann ich vielleicht die Fackeln irgendwie ausmachen?
Wartet mal. Wenn ich jetzt diesen Krug hier drauf stelle. Aha. Aha. Wenn ich... Kann ich die Kiste vielleicht ranziehen? Geht das? Ich will die Kiste haben! Ich will diese Kiste... Oh Leute, hier tobt ein Sturm bei uns draußen. Ey, das ist der Wahnsinn. So. Geht das vielleicht so irgendwie? Hey, 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 ich bin der goldene Reiter. Hey, 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 ich bin ein Kind dieser Stadt. Hey, 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 ich war so hoch auf der Leiter, doch dann fiel ich ab. Doch dann fiel ich ab. Aber wie, Leute? Ich versteh's nicht. So. Ziehen wir erstmal hier. Oh Leute, ich verstehe es nicht. Ich muss wieder hoch. Ich muss wieder hoch. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin zu dumm dafür. Ich bin einfach zu dumm dafür. Aber ich komme doch hier nicht weiter. Hä? Ja doch, ich kann wieder hier runter. So, aua. So. Und nu? Da ist noch eine rote Kiste angezeigt. Okay. Halt. Leute. Halt. Hold. Schild mal eure Base. So. So. Wir haben nochmal 10 mysteriöse Muscheln erhalten. Ich müsste auch mal langsam den Part beenden. Ja, komm, dreh dich mal um. Geht das auch so? Ja. So, gucken wir mal auf die Uhr. Ja, wir sind bei 17 Minuten. Ja, ich würde sagen, dann beende ich den Part hier. Aua, und zwar im Fass drin. Oh. Und zwar im Fass drin. Ach, wartet mal. Ja. Und zwar hier beende ich den Part. Ich sag tschö, ciao, ciao, euer Mr. Nightfox.